Nächster Redner Matthäus Strebel für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, der gesetzliche Mindestlohn hat seit seiner Einführung 4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer höhere Löhne beschert. Zusätzlich wurden viele beschäftigte Verhältnisse in sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten umgewandelt. Und wenn wir heute fraktionsübergreifend nach 1,5 Jahren Bilanz ziehen, kann jetzt schon ohne Übertreibung gesagt werden, und ich wiederhole es, es ist ein Erfolg, dass der Mindestlohn eingeführt worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, besonders im Einzelhandel und in der Gastronomie, um zwei Branchen zu nennen, profitieren viele Menschen durch den gesetzlichen Mindestlohn. Diese bestätigen auch die Zahlen. In der Gastronomie stieg die Zahl der Vollbeschäftigten um 1,5%, die Teilbeschäftigten sogar um 1,8%. Von einem befürchteten Abbau der Arbeitsplätze, besonders in der Gastronomie, wenn ich dabei bleiben darf, kann nicht die Rede sein. Der Mindestlohn bringt in erster Linie Gerechtigkeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, besonders Frauen, die häufig im Niedriglohnsektor arbeiten, profitieren davon. Sie machen einen Anteil von 62% an dem vom Mindestlohn geschützten gering bezahlten Tätigkeit aus. Entgegen der ersten Vermutung profitieren nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Mindestlohn, nein, er ermöglicht auch Gerechtigkeit für die Unternehmen. Es werden Wettbewerbsverzerrungen und Lohndumping verhindert. Benachteiligt wurden in der Vergangenheit ausgerechnet die Unternehmen, die ihren Beschäftigten angemessene Löhne gezahlt haben. Werte Kolleginnen und Kollegen, über den Mindestlohn wurde kontrovers vor Einführung diskutiert. Über Jahre hinweg. Die Meinungen hierzu gingen weit auseinander. Für die einen ist er ein unerlaubter Eingriff in die unternehmerische Freiheit und für die anderen ein soziales Wundermittel. Beide Seiten halte ich für übertrieben. Vor der Einführung des Mindestlohns wurde von den Gefahren des Mindestlohns gewarnt. Ich nenne nur noch die Beispiele und die Diskussionen entstanden über Verlust von Arbeitsplätzen, unnötige Bürokratie oder nicht zu rechtfertigen Eingriffe in die Privat- und Tarifautonomie. Eingetreten sind die Befürchtungen nicht. Zur Wahrheit gehört aber auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die gute Konjunktur und der positive Arbeitsmarkt für den Mindestlohn hilfreich sind. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist so gut wie lange nicht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Prognosen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages wird die Zahl der Beschäftigten in Deutschland in diesem Jahr zum 11. Mal in Folge steigen. Allein im April dieses Jahres gab es über 43 Millionen Erwerbstätige und die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer robusten Verfassung. Das ist vor allem bedingt durch höhere Investitionen und Konsumausgaben. Und natürlich sind die meisten Arbeitgeber bereit, hier gutes und qualifiziertes Personal angemessen zu entlohnen. Ich sage aber auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, gleichwohl muss der Mindestlohn im Einklang mit der Wettbewerbsfähigkeit stehen. Sonst würden wir schon hier Arbeitsplätze auch vernichten. Mit dem Mindestlohn haben wir sowohl Übergangsregelungen für einige Branchen als auch Ausnahmen verankert. Ich möchte hier nennen, insbesondere die Ausnahme vom Mindestlohn für Beschäftigte unter 18 Jahre halte ich für besonders sinnvoll. Damit wollen wir verhindern, und das ist der Punkt, dass junge Menschen wegen besserer bezahlter Hilfstätigkeiten auf eine Ausbildung verzichten. Denn eine Ausbildung hat für die späteren Berufsjahre einen ungemein hohen Wert. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Ausnahme vom Mindestlohn für Langzeitarbeitslose wollten wir die Anreize schaffen, Menschen mit ungebrochenen Erwerbstätigkeitsbiografien wieder einzustellen. Ich sagte, wollten wir. Im Ausschuss wurde ja diese Woche bereits von der parlamentarischen Staatssekretärin Lösegrug-Möller berichtet, von der Bundesregierung über die Wirksamkeit dieser Regelung angekündigt. Und ich begrüße, dass hier eine Vorlage zeitnah erfolgen soll. Und ich denke schon, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir uns so lange gedulden sollten. Meine Damen und Herren, 8,77 Euro
oder 10 Euro über die Anpassung des Mindestlohns durch die Mindestlohnkommission kursieren unterschiedliche Zahlen in den Medien. Viele Forderungen halte ich für überhöht, denn sie dienen nur der Stimmungsmache bei den Wählerinnen und Wählern. Ich halte es für wichtig, dass das Thema nicht zu instrumentalisieren ist. Oft wird das Argument genannt, dass ein Gehalt auf Mindestlohnniveau, um darauf zu kommen, auch nach 45 Beitragsjahren nicht für eine Rente oberhalb der Grundsicherung ausreicht. Dabei werden aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der Linken, dabei werden hier bestimmte Punkte übersehen. Die meisten Beschäftigten, die ihr Arbeitsleben nicht ausschließlich nur einen Mindestlohn verdienen. Der Mindestlohn definiert uns allen bekannt ist eine Lohnuntergrenze. Bedingt durch Erfahrung, Qualifikation im Laufe des Berufslebens steigt bei vielen Beschäftigten der Lohn. Auch wird unterschlagen, dass Menschen oft eine zusätzliche Altersvorsorge und ein weiteres Einkommen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zusammenfassend sagen. Sowohl Beschäftigte als auch Arbeitgeber bewerten den Mindestlohn durchwegs positiv. Und warten wir den Bericht vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ab, um dann weitere Schritte und Entscheidungen zu fällen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Strebel. Letzter Redner.